Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner. Hier geht es immer um das Thema Schmerztherapie. Ich bin Sport- und Ernährungstherapeut und mit diesen beiden Aspekten, Sporttherapie und in manchen Fällen zum Beispiel bei einer Arthrose oder wenn man sehr, sehr übergewichtig ist, auch bei Rückenschmerzen, kann man durchaus auch mit einer Ernährungstherapie dazu beitragen, dass die Schmerzen dann eben weniger werden. Und heute kümmern wir uns einfach mal um die Frage, ob du denn eine OP brauchst, wenn du zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall hast. Vielleicht machen wir am Anfang des Videos jetzt mal eine kurze Frage. Stell dir jetzt einfach mal die Frage, wie viel Prozent der Menschen denkst du jetzt aktuell brauchen, wenn sie mit einem Bandscheibenvorfall diagnostiziert werden, eine OP, damit es ihnen dann letztlich besser wird? Kleine Rekapitulation nochmal. Wir können unterscheiden in Bandscheibenvorwölbungen und Bandscheibenvorfälle. Das heißt, wenn wir uns eben die Wirbelsäule so vorstellen und dann ist die Bandscheibe ja zwischen dem oberen Wirbel und dem unteren Wirbel, dann gibt es da eben verschiedene Arten, wie das Ganze vonstatten gehen kann. In einem Fall zum Beispiel bei der Vorwölbung haben wir eben noch keinen Austritt von Bandscheibenmaterial und bei einem echten Bandscheibenvorfall haben wir dann eben tatsächlich einfach einen Austritt des Materials vom Inneren der Bandscheibe nach außen. Man darf sich das Ganze jetzt aber auch nicht so vorstellen wie so ein Donut, wo irgendwie außen das ganz weich ist, wie so ein Donut jetzt meinetwegen, oder wie so ein Krapfen, besser gesagt, nicht ein Donut, ein Krapfen. Und innen drin ist dann so eine ganz weiche Masse irgendwie und dann geht diese weiche Masse irgendwie dann nach außen raus oder so. So ist es nicht, sondern dieser Faserring in der Bandscheibe, der ist auch so relativ stabil und diese Masse da drin, die ist eben auch nicht wirklich so, wie man sich das jetzt wie Marmelade oder so zum Beispiel vorstellt. Das ist eben nicht der Fall und im Allgemeinen wissen wir zum Beispiel auch, dass ein Großteil der Bandscheibenvorfälle, also wenn dann wirklich Material eben ausgetreten ist, mit der Zeit wieder verschwindet. Und die wahrscheinlichste Hypothese ist aktuell, dass dieses Material einfach vom Körper wieder resorbiert wird. Das heißt, das gehört da eben in dem Sinne nicht wirklich hin. Und deswegen baut der Körper das dann eben mit seinen Zellen, die dann Material auch wieder abbauen können, einfach ab. Und dann hast du tatsächlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dein Bandscheibenvorfall, der dir jetzt vielleicht diagnostiziert worden ist, dann in mehreren Monaten schon gar nicht mehr vorhanden ist. Und wir kümmern uns ja jetzt um die Frage, brauchst du eine OP oder geht eben auch ein sogenanntes konservatives Vorgehen? Konservativ kann heißen Wärme, Kälte, Bewegungsübungen, Schmerzmittel und dann gibt es noch ganz viele andere Verfahren. Ich habe ja schon ein Video auch auf diesem Kanal gemacht, was hilft wirklich nachgewiesenermaßen bei Rückenschmerzen, vielleicht verlinke ich dir das hier oben einfach nochmal in der Ecke, damit du es dir anschauen kannst, denn die nicht konservativen Maßnahmen können ganz, ganz viele Dinge sein. Neben den Sachen, die ich jetzt eben genannt habe, können das auch noch so Sachen sein wie Ultraschallbehandlung oder Elektrobehandlungen oder irgendwelche Faszienmassagen, chiropraktische Anwendungen, Osteopathie, das kann man da letztlich alles als konservative Maßnahme bezeichnen. Obwohl nicht alle diese konservativen Maßnahmen jetzt wirklich nachgewiesenermaßen eben helfen bei Rückenschmerzen. Da gibt es eben sogenannte medizinische Leitlinien, wo einfach mal das empfohlene Vorgehen bei unteren Rückenschmerzen und eben auch bei einem Bandscheibenvorfall beschrieben ist. Und das ist tatsächlich auch erstmal konservativer Art. Das heißt, du brauchst nicht primär eben eine OP, sondern du brauchst erstmal ein vernünftiges, konservatives Vorgehen bei einem gut ausgebildeten, auf dem aktuellen Evidenzstand, also auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand seienden Sporttherapeuten oder Physiotherapeuten. Also das sind so die zwei Ansprechpartner. Bei den Physiotherapeuten ist es leider so, dass die Ausbildung noch nicht immer wissenschaftlicher Natur ist, sondern nur studierte Physiotherapeuten dann auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit Studien umgehen können, diese entsprechend lesen können, diese interpretieren können und dann eben auch nicht nur auf veraltetes Wissen aus den Ausbildungen zurückgreifen. Bei den Sporttherapeuten ist es so, dass die dann meistens, so wie ich, Sportwissenschaft studiert haben
und dann aber dort vielleicht gar kein Fokus auf die Therapie gelegt wurde. Das heißt, auch die Sportwissenschaftler müssen sich dann eben fortbilden, weiterhin Studien lesen, sich irgendwie anderweitig fortbilden, damit sie überhaupt therapeutisch arbeiten können. Ob sie das dann in einem Einzelsetting auch wirklich dürfen, ist zum Beispiel auch relativ fraglich. Solange sie jetzt nicht, wie ich dann auch noch einen Heilpraktiker gemacht haben, darf an sich ein Sporttherapeut, der nur Sportwissenschaft studiert hat, keine Menschen mit Rückenschmerzen, mit Bandscheibenvorfällen behandeln. Außer er ist zum Beispiel ausgebildeter Therapeut für Funktionstraining, dann kann er es in der Gruppe anbieten, zum Beispiel bei einem Physiotherapeuten, bei der Rheuma-Liga, in einem Fitnessstudio, dann geht das. Also das Ganze ist durchaus schon so ein bisschen kompliziert für dich als Patient, jetzt wirklich jemanden zu finden, der A, das Ganze machen darf und der es dann eben auch kann und einfach auf die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse dann wirklich Rücksicht nimmt. Da kann ich dir eigentlich nur viel Erfolg wünschen, da irgendwie einen Therapeuten zu finden. Wenn du keinen findest, dann komm einfach zu mir. Ich mache auch Online-Sitzungen. Von daher wäre das dann auch eine Möglichkeit. Und jetzt ist aber ja die brennende Frage, wie viel Prozent brauchen denn jetzt wirklich eine OP? Also welche Menschen oder welcher Anteil Menschen, die einen Bandscheibenvorfall haben, brauchen tatsächlich eine OP? Und da können wir uns eine recht neue Studie zu anschauen. Da hat man tatsächlich einfach mal Menschen ab 19 Jahren mit der Diagnose eines Bandscheibenvorfalls in einer Studie inkludiert. Und dann hat man einfach mal geschaut, von diesen insgesamt über 270.000 Menschen, wie viele brauchten denn eine OP? Und das waren tatsächlich nur 3%. Also über, oder sagen wir 97% der Leute brauchen keine OP bei einem Bandscheibenvorfall. Da reicht das konservative Vorgehen mit zum Beispiel Bewegung, was empfohlen wird, mit Schmerzmitteln, die empfohlen werden, mit Wärme, die empfohlen wird, mit manueller Therapie, die empfohlen wird. Das reicht in über 97% der Fälle aus. 3% brauchen dann eben doch möglicherweise eine OP. Ob wir diesen Anteil der Menschen, die eine OP dann brauchen, nicht vielleicht sogar noch reduzieren könnten, wenn wir die konservative Therapie wirklich nur auf die Art und Weise machen, wie sie empfohlen wird. Denn wie gesagt, ne, ich kann eine konservative Therapie machen und kriege eine Elektrobehandlung oder ich kriege eine Massage oder ich kriege einen chiropraktischen Eingriff. Das sind nicht evidenzbasierte und nicht empfohlene Maßnahmen. Und wenn ich die dann mache oder kriege, dann habe ich ja ein konservatives Vorgehen gemacht, aber ich habe eigentlich nicht das Empfohlene gemacht. Und deswegen kann diese konservative Therapie dann eben auch nicht so gut funktionieren, wie sie das eben könnte, wenn man eben die empfohlenen Sachen macht. Das heißt, wenn du jetzt auf dem aktuellen Stand bist, dass du denkst, du hast die konservative Möglichkeit schon ausgeschöpft und brauchst jetzt eine OP und hast aber noch kein Übungsprogramm jemals bekommen und du hast kein Übungsprogramm zu Hause mal für 3 Monate regelmäßig gemacht, dann hast du noch keine adäquate Therapie bekommen. Und dann kann es eben gut sein, dass du immer noch keine OP brauchst. Von daher will ich dir da einfach Mut machen, da nochmal einen Therapeuten zu suchen, der dann wirklich ein adäquates Bewegungsprogramm mit dir macht, der sich auch mit dir und deinen Schmerzen beschäftigt, der sich da quasi auf der wissenschaftlich sicheren, evidenzbasierten Seite auch nochmal darum kümmert, dir deine Schmerzen entsprechend zu erklären, woher die eben kommen und woher sie eben auch nicht kommen. Und dann könnte es eben sehr gut sein, dass es dir ohne OP trotzdem dann besser geht. Und für alle, die jetzt eben gerade am Anfang ihrer Schmerzerfahrung sind, kann ich eben auch dann nur Mut machen und sagen, dass eben der Großteil der Menschen keine OP bei einem Bandscheibenvorfall braucht und du tatsächlich dem Ganzen einfach Zeit geben musst und eine adäquate Therapie. Wenn du jetzt doch Fragen zu dem Thema hast, dann schreib sie gerne einfach mal in die Kommentare. Ich würde sagen, abonniere den Kanal, dann kriegst du mit, wenn es neue Videos zum Thema Schmerztherapie gibt. Wenn du jetzt auf der Suche nach einem Übungsprogramm bist, ich habe auf diesem Kanal ja auch eine Playlist zum Thema Rückenschmerzen. Da sind ganz viele verschiedene, nachgewiesenermaßen wirkungsvolle Übungsprogramme schon drin. Die kannst du einfach mal ausprobieren. Musst sie dann aber natürlich auch nicht nur einmal machen, sondern am besten so dreimal die Woche für 3 Monate.
Von daher wünsche ich dir viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.